Markus Erhard ist Sportwissenschaftler, Erfinder des myofaszialen Tapings und Geschäftsführer der Physio Training Academy. Markus Erhard, schön, dich hier am PT-Stand begrüßen zu dürfen als myofaszialen Taping-Experte. Du hast in der PT11 2014 einen sehr umfassenden Artikel über chronische und spezifische Rückenschmerzen geschrieben. Und wir haben jetzt ein Beispiel mitgebracht, an der du das auch mal vormachen kannst, wovon du sprichst. Kannst du kurz erzählen, was man, wenn man das mal so über einen Kamm schert, bei lumbalen Rückenschmerzen in der Regel findet an den Faszien und wo genau das Tape dann anknüpft? Auf was es ankommt bei Low Back Pain, ist einfach den Bereich zu entlasten, wo auch mitunter eine Ursache steckt. Das ist genau in der lumbalen Faszie, sind es gerissene oder deformierte Fasern der Faszie. Und wenn man sich die oberflächliche Rückenlinie vorstellt, ja, das heißt hier die Verbindung der ganzen Muskeln über Fasziengewebe, wenn du nach vorne beugst, kommt hier viel mehr Spannung an. Wenn wir jetzt hier einen Riss drin haben, dann kommt der natürlich hier erstmal richtig auseinander. Deswegen gibt es vor allem, wenn die Linie auf zukommt, den Schmerz. Und mit dem Tape geht es darum, das Gewebe so weit nach oben zu schieben, dass ich den Bereich wirklich mehr oder weniger zuschiebe und so mechanisch entlaste. Aber viel wichtiger fast noch ist, dass die Rezeptoren der Faszie das auch mitbekommen. Diese Höhe irgendwo die Schmerzen sind und dementsprechend auch hier wohl die Risse oder Deformationen, muss ich wirklich den Bereich entlasten und das mache ich von unten. So, ich orientiere mich am Rückenstrecker, weil der Rückenstrecker ist ab hier nach unten eigentlich in der Fascia thoracolumbalis integriert. So, und da geht es jetzt darum, in dieser Projektion mache ich mir erstmal einen schönen Anker. Ohne Druck? Ja, ohne Zug. Ohne Zug, ja. Reibt den schon mal an. Und jetzt sieht man auch, was mit dem Gewebe passiert. Ja, also wenn ich hier stark ziehe, dann kommt hier ganz viel Gewebe mit nach oben. Und wenn hier der Riss ist, dann gehe ich nicht nur bis zum Riss, sondern 2, 3, 4 Zentimeter weiter. Wie viel Zug hast du jetzt ungefähr? Maximaler Zug. Also 100%. Das ist eine sehr feste Faszie. Ja. Und die ist auch sehr beweglich erstmal. So, dass ich tiefe Strukturen verschoben bringe, was ich ja möchte, muss ich oberflächlich erstmal sehr viel verschieben, bis die tiefen Strukturen auf zukommen. Deswegen hier bei der lumbalen Faszie habe ich maximalen Zug. Und der Zug an sich, der Bereich, sind so 10 bis 12 Zentimeter. So, und genau hier hätten wir den Riss. Und eigentlich alles von unten wird nach oben geschoben. Nur die letzten 2, 3, 4 Zentimeter, die zieht es mir wieder zurück. Das muss ich beachten. Das heißt, wenn ich hier ziehe und ich nutze sogar diese Hand in diesem Fall, nicht bei allen Anlagen, dass ich hier mit nach oben schiebe, ja, und lege das jetzt an. So, und wenn ich jetzt loslasse, sieht man, das Gewebe, was hier nach oben gezogen ist, das geht nicht mehr zurück. Ja. Ja, es ankert hier aber in dem Bereich ein bisschen. Deswegen muss ich auch über den Riss. Und der Rest ist einfach nur ohne Zug auslaufen lassen, den Kleber nochmal aktivieren. Ist das ein spezielles Tape? Ja. So. Wenn ich dieses Tape ziehe und loslasse, zieht es mit weniger Kraft zurück. Als ein kinesiologisches Tape. Genau. Dementsprechend erlaubt es jetzt auch, dass wir die Faszie hier hochziehen und dass sie da bleibt und nicht durch zu viel Rückzugskraft wieder zurückgezogen wird. Okay. Und ohne das wird es sehr schwer. Ja. Ja? Und damit ist das Gewebe nach oben gezogen, der Riss entlastet und es gibt keine nozizeptiven Signale mehr, beziehungsweise keine Schmerzsignale mehr. Der Bereich kann einmal richtig durchheilen, die Wundheilung kann einmal richtig durchgehen, die Entzündung kann rausgehen, die Fasern kriegen eine Faserausrichtung und es wird wieder funktionell, elastisch und schmerzfrei. Und nach 2, 3 Anlagen mit 5 Tage Anlagedauer ist es allein mit Taping meistens schon erledigt. So. Und bestenfalls kombiniert man es noch mit manuellen Faszientechniken und gibt intelligente oder gute Übungen noch mit, um das einfach noch besser einzuschleifen. Prima. Vielen Dank, würde ich sagen. Vielen Dank auch an dich. Das war ein sehr interessantes Gespräch und ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin mit deinem Konzept. Danke. Vielen Dank.